Ja, sind wir wieder in-game. Wir waren leider bei diesen zwei doofen Kriegen noch, die noch zu Ende gehen mussten, bevor wir uns wieder an Kanada ranmachen können. Beide Kriege sehen nach Sieg aus. Da der Verteidigungskrieg auf Seite der Franzosen, weil diese britische Republik Skandinavien angegriffen hat und dann wurden wir mit reingezogen, weil Skandinavien unsere Verbündeten sind. Deswegen sind wir da mit drin. Und da auf, wir haben Kolonien in Indonesien und da meinte Papua, nee, wir greifen jetzt hier mal an. Total lächerlich, dass sie das überhaupt tun mit der Armee. Und dementsprechend sollte auch der Krieg sehr bald vorbei sein. Hoffentlich. Deswegen haben wir das, denke ich, relativ zeitnah geschafft. Dann müssen wir uns endlich um das Öl kümmern, weil wir haben richtige Ölprobleme. Nicht ein bisschen, richtig. Ölproblem. Nicht mehr schön. Da müssen wir was gegen tun. Jetzt haben wir zwei Fronten sogar da aufgebaut. Weil der Krieg hier so gut wie gegessen ist. Und das Schöne ist, wenn wir diesen, wir müssen uns gegen Papua ja verteidigen, wenn wir den Krieg gewinnen, gehört uns die ganze Insel. Haben sie dann natürlich arg blöd hinbekommen. Und hier ist auch weg mittlerweile. Und machen die Franzosen aber schon gut selbst. In Skandinavien so regelmäßig. Und hier halten wir halt die Fahne so ein bisschen. Halt mal gar nicht, sonst Skandinavien. Obwohl doch. Ah, schön. Sehr gut, der Krieg ist vorbei. Wir jetzt auch bald. Ich endlich. Ja, es will. Nee. So. Machen wir nicht. Es ist einfach der Grund, die haben mit dem Krieg angefangen. Obwohl er totaler Quatsch ist. Und dann können die auch jetzt verlieren. Kurz vor der Niederlage noch eben sagen, ja nee, sorry. Nee, machen wir nicht. Industriewind. Unsere Schiffswerften in Flandern melden einen kleinen Produktionsüberschuss bei den Industriewaren. Wir sollten versuchen, das wieder in den Staat zu investieren. Wir haben gut den Lebensstandard erreicht. Da müssen wir uns kurz ein bisschen sammeln, ein bisschen regenerieren. Und dann beginnt dann der Krieg. Die USA sollte nicht nochmal da auf der Seite stehen, der Kanadier. Glaube ich.
Der Krieg ist auch vorbei. Mitgehört uns. Ganze Insel. Das haben sie gut hingekriegt. Das tut mir sehr leid. Also, halt Quatsch, ne? Hätte nicht sein müssen. Wir bauen auf jeden Fall überall Hafen und natürlich Kasernen. Lassen das jetzt erstmal bauen. Bisschen wenig Autorität. Steuern. Sehr gut. Hier sind wir ganz neutral. Das sind Bewohner. Und hier der Hauptstaat der Kanadier soll demnächst an uns fallen. Die USA muss sich raushalten, das ist wichtig. Wir haben Kanada auf Frankreich auf unserer Seite. Deutschland könnten wir in Schach halten. USA wäre blöd. Beide würde zu einer ähnlichen Katastrophe wie das letzte Mal führen. Deswegen, wir machen jetzt erstmal aber auch, wieder gesagt, kurz ein bisschen Stabilisierung der Lage. Ja, wir haben kaum Zeit, weil überall fehlt uns das Öl. Wir machen es ja nur fürs Öl im Endeffekt. Genau da hört dann natürlich der Spaß auf. Überall, wo Öl fehlt, bringt es auch fast nichts, da irgendwie mehr zu machen. Hier funktioniert gar nichts ohne Öl. Bisschen irgendwo wo die, ja, hier fehlt uns wahrscheinlich auch genauso das Öl wie woanders. Ne, hier haben wir gar noch keine Probleme. Dann werden wir hier auch weiter den pushen, vorsichtig pushen, weil auch irgendwann ist natürlich hier dann der Überschuss vorbei. Schade, dass wir hier landwirtschaftlich schon am Ende sind. Massenüberwachung. Für spezielle Personen, deren einziger Zweck es ist, andere zu beobachten, Berichte über sie zu verfassen, wird es möglich, sehr viel genauer im Auge zu haben, was im eigenen Land vorgeht. Ja, Polizei hätten. Ja, schade. Wird nix. Wir haben überhaupt noch gar keine Polizei. Das sieht doch nicht so aus, als würden wir welche wollen. Die Herrschaften hier bei uns im Land. Ja, hier wächst langsam alles weiter. Brauchen wir nichts. Die Insel baut fleißig. Wir brauchen halt auch hier Öl. Wir bauen aber gerade hier den Hafen. Eine Eisenbahn brauchen wir aber auch. Den hier wächst zumindest auch alles langsam, aber sicher.
Die Leute scheinen dankbar zu sein, dass es hier jetzt natürlich so eine Wirtschaftsmacht da dran steht, um das hier so gut wie möglich alles vorwärts zu bringen. Und dann haben wir noch. Wird aber schon erforscht. Flammenwerfer ist schon auf dem Weg. Sturmtruppen. Da gehen wir direkt auf die Panzer. Wir gehen auf Panzerfahrzeuge. Okay. Gut, jetzt gehen wir nochmal kurz nach Afrika. Go to Africa. Was ist hier los? Die sind in Afrika vorbei, das sehe ich sehr gerne. Kann ich das nicht behaupten? Auch hier fehlt natürlich im Endeffekt das Öl. Auch wenn es jetzt wieder hier überall besser zu laufen scheint, wir kriegen gerade echt nochmal so eine richtige Boost-Phase, kann man sagen. Fällt mir sehr gut. Nee, hier geht's nicht mehr. Belgisch Sambia. Bauen so viel wie seit Ewigkeiten nichts mehr. Es scheint so ein richtiger kleiner Boost zu geben. Das ist schön. Macht uns nochmal Längenfinanz stärker. Vor dem Krieg. Das ist sehr gut. Baut ohne Ende. Außer hier in Holland an sich. Hier ist die Krise allgegenwärtig mit dem Öl. So halbwegs. Also in Flandern geht es wie immer noch relativ am besten, aber woanders ist schon schwer. Schön, dass wir uns rappeln. Sieht gut aus. Militär ist da. Schulden die jetzt gerade noch. Dann die Amis wieder auf die Seite. Viel gebaut worden. Ja. Und da oben können wir erst bauen, wenn wir diesen Krieg haben. Weil hier, wie gesagt, uns fehlt alles. Und Ressourcen. Uns fehlt die Wasserverbindung, damit wir das Öl auch überhaupt für uns haben können. Diese 40. Stark, ne? Hier bekommen wir ja dann nochmal ein bisschen mehr. Wir müssen das einfach tun. Es ist halt so, weh es tut und wenig cool es ist. Müssen diesen einen Krieg nochmal gegen Kanada führen. Ich wollte den ersten schon nicht. Und dann, nachdem der erste keinen Sinn gemacht hat, weil ich keinen Hafen bauen kann, brauche ich ihn. Diesen Teil. Und hier sehen wir, die haben auch einen Hafen. Somit bleibt uns wieder mal leider nichts anderes übrig, als diesen Staat hier zu erobern. Britische Republik ist mir scheißegal. Beide Sizilien ist mir sowas von egal. Das Problem. Das stand jetzt wirklich keiner.
Die radikale Partei gewinnt mal wieder, sowas von klar. Ach nee. Der große Plan zahlt sich aus. Maxi an dem Meru. Methodisch vorgehende Oberhaupt der Interessengruppe Industrielle hat schon einige Zeit im Hintergrund sorgfältig gearbeitet und nun haben sich all die Anstrengungen für seine Leute und für die Vereinigten Belgischen Staaten belohnt. Brauchen die Finanzen im Moment. Könnten richtig die Arschkarte haben hier. Es ist nicht mal mehr Frankreich sicher auf unserer Seite. Das ist ein Problem. Wir würden nicht gegen zwei von diesen ankommen. Wenn wir keinen auf unsere Seite kriegen, ist es für uns unmöglich. Kannst du halt vergessen. Schau mich an. Finanzieren heißt, Forder und Diplomation bei der ein Land, deine Einnahmen einer anderen Zeit. Ein Prozent. Nur 1% die Chance. Wenig. Vorbei hier an der Insel. Könnte unser der Krieg sein, der uns komplett alles kostet, was wir die letzten Stunden in diesem Spiel aufgebaut haben. Es kann der Krieg sein, der uns alles nimmt, was wir aufgebaut haben. Aber es ist jetzt wirklich der Schlüsselkrieg. Kann Deutschland und Frankreich beeinflussen. Gut aus.
Wir mobilisieren. Noch erstmal nichts. Ein General ist verstorben, das ist doof. Südafrika, Rhein, Indonesien, Indien, Kanada. Nochmal eins zum Kongo. Sie hat eingewilligt, ein Protektorat von der USA zu werden. What the fuck? Wie haben die das denn geschafft? Der ist schon mal gehasst. Hervorragend. Müssen jetzt fix sein. Beim werden erstmal Scheiße. Dann hoffen wir, dass Frankreich die Füße stillhält. Dann versuchen wir Deutschland auf unsere Seite zu kriegen. Frankreich umgeht nicht, alles andere wollen die nicht. Das heißt, das wird nichts. Ich hoffe, dass frei. Wie gesagt, USA wäre okay. Jetzt, wenn Deutschland uns beisteht. Alles andere. Problem. Artig. Was ist das denn? Wir haben aufgegeben. What the fuck? Wir haben das Ganze. Wir haben Kanada gekriegt. Dieses riesige Stück haben die uns einfach überlassen. Quebec. Das heißt, wir brauchen als erstes einen Hafen. Das ist wild. Dass wir das jetzt so gekriegt haben. Wow. Da ist ein Krieg zwischen Deutschland und Frankreich. Verteidigungspakt mit Hamburg. Da nicht mit reinrutschen will. Warten wir, bis der Seehafen soweit ist. So. Radikale Partei hat 86% der Stimmen. Müsste jetzt reichen, damit das hier jetzt loslegt. Dann können wir auch die, weil das da alles wächst, können wir dann da die 40 Öldinger bauen. Das sollte dann das Ende der Ölknappheit sein für uns.
Flammenwerfer, ein großartiger Weg, um Soldaten aus ihren Verteidigungsstellungen zu treiben, indem man ihnen Feuer unterbringt. Quebec. Oh. Mal erstmal die Grundsachen. Erstmal krass Minus, was wir da machen. Aber sollte helfen. Warten jetzt auf Füllen. Neutralität. Wir haben jetzt noch 20 Jahre Spielzeit. Mal kurz, bis der Hafen hier fertig ist. Eisenbahn hier drüben gibt es ja schon, oder nicht? Verlasse haben wir welche aktiv. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Dafür grüneres Gras. Ja. Holland. Landern. Sind raus. Und dann nochmal grüneres Gras. Ja, oh. Öl ist ready. Ich mache das jetzt einmal ganz gezielt auf 20. So, die Eisenbahn ist da gebaut, der Rest wird da drüben gerade gebaut. Jetzt müssen wir halt ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt. Eigentlich sollte es jetzt wieder unproblematischer werden. Über kurze Zeit. Schlacht um Saarbrücken. Wir haben jetzt halt wirklich so geboostet mit dem Bauen wahrscheinlich und so übertrieben, dass jetzt halt hier überall nur Probleme sind. Fehlt noch Hartholz.
Hartholz, okay. Zucker wieder ein bisschen noch mehr verbessern. Hartholz fehlt uns jetzt tatsächlich. Okay. Irgendwo Holz. Auch Hartholzproduktion, die aber auch, ne? Ja, aber noch zu wenig Leute. Es läuft jetzt langsam. Schön, dass das ohne Kampf geklappt hat. Hartholz. Wir haben jetzt Hartholzprobleme. Ja, super. Jetzt haben wir das Ölproblem gelöst. Wir mal ein bisschen unterstützend mit dem Import von 193 aus den nochmal 150. Ist alles am Wachsen, aber das war es dann auch gerade. Werkzeugfabrik haben wir hier nicht. Auch nicht Kunststoff. Rüstung brauchen die hier auch noch nicht. Wird noch verbessert. Unser nordindisches Land stagniert jetzt ein bisschen. Das war okay. Gut. Jo, der Hafen hat es jetzt hier echt gerettet. Wir haben das Ölproblem jetzt erstmal beiseite. Happy. Oh Mann, macht mich das glücklich, dass das vorbei ist. Können wir wieder erblühen. Das Land kleiner hier. Im Endeffekt will hier auch keiner sein, das ist halt auch verständlich. Okay. Es wächst. Es wächst. Und hier auch.
mal wieder Öl. Und jetzt natürlich auch dieser Krieg hier. What the fuck, worum geht's hier? General Gottfried von Bohmhardt und General Philippe Pétain. 78 Jahre ist der schon. Auf Flandern stagniert schon sehr. Hier stellen sie immerhin neue ein. Analytische Philosophie. Die analytische Philosophie ist eine rigorose argumentative Herangehensweise, bei der formelle Logik und eine nahezu mathematische Haltung einen festen Rahmen bilden, mithilfe dessen man soziale Strömungen betrachten. Institut für Philosophie. So, also hier sollte das im Bereich auch reichen. Genau, echt frontal direkt so gegen so Riesenmächte vor. Hätte ich ja schon. Würde ich so eigentlich schon nicht machen, glaube ich. Ja. Es geht natürlich auch so ein bisschen, dass die hier ein bisschen Push brauchen. Ich gebe es hier jetzt den Push. Walfang. Wird das hier natürlich auch besser funktionieren. Blockpfosten haben wir hier schon aktiviert. Holz. Mein Hartholz ist schon angeklickt. Wichtig. Chemische Dünger. Traktoren reichen, da müssen keine Kompressortraktoren sein, das verstehe ich schon. Tabak. Besserung, Eisenbahntransport.
Zäune gehen klar, Kühlwaggons auch. Sternehafen. Die hatten schon eine Kaserne vorher. Ne? Dieselzüge. S125. Jetzt können wir uns auch hier endlich hier dran wagen. Möbel. Aschebinderöl. Können wir erstmal so lassen, das ist ja in Ordnung. Gummi haben wir bald genug. Kein Problem. Werkzeuge. Na? Dieselmotoren. Brauchen wir Öl. Das ist aber okay. Automobile brauchen eh Öl. Stahl. Da brauchen wir die Dieselpumpe nicht. Das sehe ich auch. Dynamit ist super. Passt auch hier. Öl. Hier ist schon alles verbessert. Dann gehen wir jetzt wieder in den landwirtschaftlichen Teil. Das ist auch schon alles okay. Ja. Elektrozüge sind okay. Machen wir dann hier auch die Elektrozüge zumindest, oder? Hier waren sie schon drin, okay. Überall, wo die Bahn so ein krasses Minus macht, können wir da irgendwas machen, eventuell? Immer eindeutig weniger Minus. Okay. Plus. Machen wir mehr Plus. Auch kein Plus mehr. Sehr schön. Ah, leider immer noch. Hier. Diese Züge können wir echt erstmal ganz spontan bleiben lassen. Ich bin froh, dass wir jetzt genug Ressourcen haben, weniger Probleme auch haben.
stagnieren weiterhin ein bisschen, aber jetzt einfach ein bisschen abwarten. Wieder mal. Gut, der Hauptstadt Quebec von Kanada gehört uns. Und jetzt hoffen wir, dass wir jetzt wirtschaftlich wieder eher durchstarten können.